Hallo, willkommen im Schmockofatz. Mein Name ist Alex und heute stelle ich euch zwei verschiedene Chips-Alternativen von Funny Frisch vor. Einmal die Linsenchips mit orientalischem Geschmack und einmal die Kichererbsen-Chips mit Joghurt-Gurken-Style. Ja, beide Sorten sind fettreduziert, einmal bei den Kichererbsen-Chips um glatte 50%, dadurch, dass sie gebacken worden sind und nicht frittiert. Und die Linsenchips haben 40%, sind aber dennoch frittiert, glaube ich. Zumindest steht das nicht so drauf wie bei den Kichererbsen-Chips. In der Kichererbsenpackung sind 80 Gramm Inhalt und in der Linsenchips-Packung sind 90 Gramm Inhalt und ich habe für beide Packungen 1,79 € im Rewe bezahlt. Wie immer am Ende des Videos habe ich noch die Rückseiten und generell die Produkte fotografiert und auch Outtakes. Dann packe ich das Ganze mal aus und gehe in die Nahaufnahme und zeige euch das Ganze. Also ihr seht ihr beide Sorten in der Nahaufnahme. Zu der linken einmal die Linsenchips mit dem Oriental-Flavor. Das sieht ja schon mal. Also von der Form her sehen die schon echt cool aus. So wie ein Fragezeichen, wie bei mir im Gesicht ganze Zeit. Und einmal die Kichererbsen-Chips mit dem Joghurt-Style oder Joghurt-Gurken-Style. Die sehen auch abgefahren aus. Da sieht man richtig die kleinen gepufften Kichererbsen da drin, wie die zu einem Ganzen geworden sind. Naja, riechen tun sie auf jeden Fall beide schon mal sehr geil. Dann komme ich mal zurück und probiere das Ganze. Okay, das waren sie dann jetzt in der Nahaufnahme. Dann probiere ich das Ganze mal und fange mit den Linsenchips an. Also wie schon in der Nahaufnahme gesagt, die sehen wirklich sehr witzig aus in der Form. Riechen tun sie ein bisschen für mich nach, wenn man an einer alten Currywurstbude draußen gestanden hat und gerochen hat. Aber bin mal gespannt, wie das Ganze schmeckt. Wirklich sehr knusprig, wie man es von Chips kennt. Kein schlimmer Nachgeschmack oder sowas. Und auch sehr scharf. Also für mich jetzt wieder, weil ich vertrage keine Schärfe. Auf jeden Fall, das ist sehr scharf. Und sehr würzig und riecht lecker. Riecht wirklich lecker. Schon mal geil. Jetzt hier die kleinen Warndreiecke. Ich hoffe, sie warnen mich nicht vor das, was ich jetzt zu mir nehme. Nicht so intensiv wie die Linsenchips, aber das sollte mich jetzt nicht abhalten. Probiere ich das Ganze auch. Wow. Das Knuspern und der Crunch ist ein bisschen anders als bei den Linsenchips. Die sind auch knusprig, keine Frage. Weil knacken hört man es durch die gepufften Kichererbsen da drin. Gibt das ein ganz anderes Mundgefühl noch dazu. Sehr geil. Nur irgendwie kommt da nicht so ganz der Joghurt-Gurken-Geschmack durch. Ich merke auf jeden Fall den Joghurt auf der Zunge, sag ich mal. Ja, also eher am Anfang bekommt man den ganzen Geschmack mit. Der verläuft sich dann hinterher. Ein bisschen geschmacksärmer als die Linsenchips, aber auch lecker. Also gerade weil das ja auf 50% Fett reduziert ist, woran ich auch arbeite, ist das auf jeden Fall eine gute Alternative. Wenn ich das Ganze bewerten würde, haben mir die Linsenchips besser vom Geschmack gefallen, aber die Kichererbsenchips besser von der Textur. Naja, das ist jetzt mein Geschmack, nicht wahr? Nichtsdestotrotz, also die Linsenchips mit Orientalgeschmack finde ich schon sehr lecker, den würde ich schon 8 von 10 Punkten geben. Und den Kichererbsenchips etwas weniger, 7 von 10 Punkten, aber immer noch dennoch solide und lecker. Und gerade auch, weil sie eben fettreduziert sind, bestimmt ein Versuch wert. Ja, das war meine heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt mir was in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns bis bald beim Schmockofatz. Stelle ich euch zwei verschiedene Chipsorten vor von Funny Frisch. Frisch. Funny Frisch. Queen Fresh. Wie viel habe ich dafür bezahlt? Steh auf. Faule Sau. Okay. Knusprig, keine Frage, ne? Oh. Okay, das waren sie dann jetzt. Nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz, Junge. Auch Outtakes, wenn dann welche passiert sind. Und es passieren in der Regel immer wieder, weil ich mir Dinge nicht merken kann. So wie jetzt.
Was wollte ich noch sagen?